Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu 3 Fragen an einen unserer himmelblauen Spieler. Und heute haben wir jemanden hier an unserer Seite, der war schon mal da, aber aus aktuellem Anlass ist er nochmal dabei bei 3 Fragen an. Philipp Türpitz, der hat nämlich die 1 Jahre Vertragsoption Verlängerung praktisch genutzt. Und deswegen können wir sagen, 1 Jahr ist auch in der nächsten Saison immer noch ein Himmelblauer. Und dementsprechend viele, viele Glückwünsche erstmal dazu, Philipp Türpitz. Vielen Dank, vielen Dank. Wir sind sehr froh, dass du bei uns noch weiter bleiben wirst. Und unsere himmelblauen Fans, die sind natürlich auch Fans von dir. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, unter anderem zu deiner Schusstechnik. Dazu kommen wir gleich. Die allererste Frage gestellt von Florian Schmidt. Er fragt, lieber Philipp, wie würdest du denn die fast abgelaufene Saison zusammenfassen? Und was sind denn die Ziele für die kommende Saison? Ja, also zusammenfassend, die Saison geht noch, aber bis jetzt, denke ich, haben wir unser Saisonziel ja erreicht mit den 45 Punkten. Wir haben aber noch ein paar Ziele. Wir wollen den einstelligen Tabellenplatz halten und wollen natürlich wieder nächstes Jahr im DFB-Pokal spielen. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Und ja, also eigentlich rundum positiv, kann ich sagen. Klar mit Höhen und Tiefen, aber rundum positiv. Und die kommende Saison, DFB-Pokal hast du schon angesprochen? Ja klar, das ist eins unserer Ziele, das wir unbedingt spielen wollen, aber unsere Ziele für nächste Saison, denke ich, machen wir dann auch erst in der kommenden Saison aus. Auf alle Fälle können wir uns auf spannende Spiele freuen und auf jede Menge Tore, hoffentlich dann auch von dir. Das wäre natürlich für dich auch eine super Sache. Hoffentlich. Die zweite Frage von Henning Richter, und da kommen wir auch zum Thema Tore schießen. Henning Richter sagt nämlich, du hast eine tolle Schusstechnik. Übst du nach dem Training, um noch besser zu werden? Erstmal Dankeschön und ja, also natürlich übt man nach dem Training noch den einen oder anderen Schuss. Natürlich, das macht aber so gut wie jeder, klar. Also das gehört einfach zum Profigeschäft sozusagen dazu und unser Philipp, der macht ja seine Sache bis hierhin richtig gut. Die dritte Frage, sie kommt von Kenan Dinker. Er fragt, spielst du anderen Spielern in der Kabine Streiche und wenn ja, wer sind denn da so die Opfer von dir? Also wir scherzen ja relativ viel in der Kabine, aber Streiche stellen, ja, tue ich jetzt eher weniger. Da sind andere für zuständig bei uns in der Kabine. Aber es kommt schon oder das ein oder andere Mal vor, dass ja mein Schuh fehlt oder irgendwas versteckt ist. Also ja. Also wir sehen schon, bei allem Business ist auch jede Menge Spaß dabei, auch bei unseren himmelblauen Jungs. Und ich bedanke mich vielmals für eure Fragen. Vielen, vielen Dank dir, Philipp Türpitz, dass du dich den Fragen gestellt hast. Sehr gerne. Und dann wünschen wir dir und der ganzen Mannschaft für morgen natürlich ein Topspiel und einen nächsten Heimsieg gegen Erfurt. Danke dir. Vielen Dank.